Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, vermehrt von Erwähnen von dem Genusszerstörer, das ist der Tod. Das Hadith ist bei At-Tirmidhi und An-Nasa'i. Und es gibt manche Gelehrten, die gesagt haben, das ist Mursal, aber At-Tirmidhi sagte Hasan und Sahih. Und zwar, wenn man viel vom Tod spricht und vom Sterben, ja, da wird man mit sich selber abrechnen. Da wird man auch sich Gedanken machen, wie ist mein Leben, wie ist sein wird nach dem Leben, wie ist das in Jenseits und wie wird das in wie ist das in Diesseits und wie wird das in Jenseits sein. Und das ist ein Grund dafür, dass man wirklich keine Sünden begeht, dass man sich vorbereitet auf den Tod. Und wenn man viel vom Tod spricht, dann wird der Tod weniger. Und wenn man wenig davon spricht, dann wird das mehr. Und es ist sehr wichtig, Barakallahu fikum, dass man sich Gedanken macht, wie ist das. Natürlich, da soll man nicht übertreiben, nicht, dass man krankhaft darüber spricht oder davon oder das erwähnt. Aber etwas ist fest und wir alle wissen genau, dass wir hier sterben werden, aber das ist nicht die Hauptfrage, ob wir sterben, sondern die Hauptfrage ist, nach dem Sterben, was wird mit uns passieren und wo werden wir landen, wie wird mit uns abgerechnet. Und damit man sich vorbereitet auf den Tod, damit man sich vorbereitet auf das Leben im Grab und die natürlich Barakallahu fikum, das Leben in Jenseits, sollte man auch vom Tod reden und sich Gedanken machen. Und deshalb, wenn man vom Tod hört, dann sollte man mit sich selber abrechnen, weil wir auf diesem Weg sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.